zum Mentoring-Programm, zum zweiten Durchlauf. Der erste Durchlauf war ja schon sehr erfolgreich und ich freue mich auch, dass viele der Altmentees sozusagen da sind und auch politische Verantwortung übernehmen und die eine oder andere Position schon wahrnehmen, auch in der Jungenunion und in der Frauenunion. Und deswegen freue ich mich, dass man jetzt einfach die zweite Runde sozusagen einläuft. Ja, schön, dass Sie alle aus ganz Unterfranken hier in den Südosten, Unterfranken, gekommen sind, nach Elkmann, in diese wunderschöne Stadthalle, wie ich finde, und dass wir da schön zur Frauenunion kommen, alles gut vorbereitet, es gibt selbst gebackene Kuchen, man fühlt sich gleich von Anfang an wohl. Und trotzdem Freitagabend, sehr außergewöhnlich für eine Bezirksversammlung mit Neuwahlen, haben wir wirklich auch einen guten Schnitt, was die Delegierten angeht. Es sind 60 Delegierte schon da, einige sind noch unterwegs. Vielen Dank erstmal dafür. Das Thema, unter das wir die Bezirksversammlung gestellt haben, ist das Internet, grenzenlose Chancen oder grenzenlose Risiken. Dazu wird später unsere Verbraucherschutzministerin sprechen und auch ich habe einige Neuigkeiten dabei von der europäischen Ebene, was den Verbraucherschutz und auch die Bekämpfung von Kinderpornografie anbelangt. Ich freue mich sehr, dass unser Ehrengast, die Staatsministerin der Justiz und für Verbraucherschutz und Bezirksvorsitzende auch der Frauenunion Schwaben, sie ist insofern Kollegin von mir, später noch zu uns stoßen wird, nachdem wir unsere Wahlen gemacht haben und auch die Hauptrede halten wird. Wie gesagt, es gibt immer viele Frauen, die mithelfen und anpacken. Und dafür an allererster Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön und ich denke, das ist ein Applaus wert. Es ist das Jahr der Frau in der CSU und ich freue mich deshalb auch ganz besonders über die Einladung zur Frauenunion Unterfranken. Ich habe mich gefreut, liebe Anja, als du mich gefragt hast und habe auch, weil wir eben so gut und so intensiv miteinander arbeiten, gerne zugesagt, habe mich gefreut, dass es zeitlich möglich war. Ihre heutige Veranstaltung zeigt eines ganz besonders. Die Frauenunion Unterfranken nimmt es hier vor Ort sehr ernst mit ihrem politischen Engagement. Und ich habe zwar den Bericht von der Anja nicht mit anhören können, aber ich habe jetzt gerade noch mal in ihre PowerPoint-Präsentation reinschauen können. Und da sieht man, was hier läuft. Und das läuft hier seit vielen Jahren. Die Frau Schleicher hat das damals schon powermäßig durchgesetzt. Ich weiß, Anja, als du erstmals ins Europäische Parlament gewählt wurdest, in deinem Wahlkampf habe ich ja mal mitgemacht. Und ich bin sehr froh, dass ich das getan habe und ich bin noch froh, dass du ins Europäische Parlament eingezogen bist und dich so intensiv auch um das Thema Verbraucherschutz kümmerst. Und als weitere Unterfränkin unsere Generalsekretärin, da muss man auch sagen, liebe Doro, wenn ich heute auch über das Internet spreche, dass das Internet was ganz Positives ist und dass die Doro sich auch so intensiv darum kümmert, dass wir wirklich auf Zack sind. Das möchte ich ganz zuvorderst einmal sagen. Wenn ich heute von einigen Problemen aus dem Internet spreche, heißt das nicht, dass das, was wir mit dem Internet machen können und erreichen können, etwas Großartiges ist. Und dass wir natürlich vor allen Dingen auch unser Auge drauf haben müssen, wie wir uns politisch darstellen und dass wir es politisch nutzen. Denn wenn wir es nicht tun, die anderen tun es auf jeden Fall. Man hat das in Stuttgart zum Beispiel gesehen, bei den Wahlen in Baden-Württemberg. Stuttgart 21 ist zum großen Teil auch via Facebook, via Internet gelaufen. Wenn wir da nicht die Augen aufhaben und gucken, was im Netz läuft, und wenn wir nicht selbst auch aktiv und offensiv im Netz sind, dann sind wir als Partei. Anja, herzlich zu gratulieren zu deinem großartigen Ergebnis. Mit einem herzlichen Dankeschön für die hervorragende Arbeit im Bezirksverband in den vergangenen Jahren und für die Zukunft. Und da möchte ich alle Damen des Bezirksverbandes und unsere Kreisvorsitzenden, unsere Ortsvorsitzenden und alle Aktiven ganz, ganz herzlich mit einbinden. Ein herzliches Dankeschön. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die CSU hier in Unterfranken auf die Frauenunion nicht nur stolz sein kann, sondern stolz sein muss und dass zukünftig in allen Gremien unseres Bezirksverbandes die Frauen sehr viel stärker auch vertreten sind
und das muss sich natürlich auch auswirken, was dann Mandate anbelangt, vor allen Dingen auch für die Wahlen, die ja auch in den nächsten Jahren. Und liebe Anja, das, was du uns heute präsentiert hast, die PowerPoint, das Mentorenprogramm, diejenigen, die bereit sind, Mentorinnen zu sein, die Mentees, das ist eine Schatztruhe. Das ist wirklich eine Schatztruhe. Und der CSU-Bezirksverband sollte sich einmal die Zeit nehmen, dieses großartige Angebot, was wir an Frauen hier in Unterfranken haben, dieses Potenzial, man muss ja erst einmal darüber Bescheid wissen, was für ein Potenzial wir letztlich haben. Und nur wenn man es weiß, dann kann man letztlich auch darauf zurückgreifen. Wir haben es alleine an ihr heute gesehen, was du uns hier präsentiert hast, dass wir im Grunde genommen in allen gesellschaftlichen und beruflichen Bereichen mithalten können. Es bedarf nur, es wahrzunehmen, nicht nur immer darüber zu reden, sondern dann, wenn es darauf ankommt, letztlich auch die Teilhabe als selbstverständlich auch anzusehen. Da haben wir noch einen Nachhinein. Da haben wir noch einen Nachhinein.